Wo waren wir eigentlich gerade? Highlander, genau, Highlander-Film. Unbedingt angucken. Ah, ich muss auch mal unbedingt wieder machen. Das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. So. Gibt auch noch ziemlich andere, ziemlich coole Filme aus den 80er Jahren. Besonders cool finden mein Bruder und ich die Back to the Future Filme, also Zurück in die Zukunft. Ja, mein Bruder ist sogar so großer Fan, dass er sich einen DeLorean gekauft hat. Also, weiß nicht, Marke DeLorean sagt euch vielleicht was. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, wer Zurück in die Zukunft kennt. Moment mal, was soll das denn hier? Die haben mir doch also wieder eine Sehfassung hingestellt. Ich dachte, wir hätten den keine mehr. Okay. Machen wir mal kaputt hier die ganzen Schiffe und Pontontürme. Na. Ich dachte wirklich, hier hätten keine Seefestung mehr. Ich wollte gerade wirklich schon Schiffshäuser sagen. Gott! Die haben keine Schiffshäuser mehr. Das könnte ein Name sein, wo das ein Kindergartenkind sich ausgedacht hätte. Die ganzen Schiffe kommen aus dem Schiffshaus. Da ist doch wieder ein Schiff oder sowas. Nee, Quatsch, das ist. Also da war gerade irgendwo ein Luftschiff. So. Hier haben wir sogar eine ziemlich coole Möglichkeit, mal hier die kriminischen Schiffe uns mal genauer anzugucken. Und zwar hier die Ironclads. Die Ironclads sind halt die großen Panzerschiffe aus Kreon. Die machen am meisten Wumms, also machen deutlich mehr Wumms als die Schiffe von Veruna. Also gehen wesentlich mehr her. Und halten auch etwas mehr aus als die Holzschiffe. Und ja, dann hätte man auch hier die Submersibles. Das sind solche kleinen, diese kleinen Halb-U-Boote, die mit Granaten werfen können. Extrem nützliche Dinger. Die sind ungefähr so wie die Granatwerfer aus Veruna, nur dass sie halt wesentlich schneller feuern und nicht so große Geschosse haben. Aber es funktioniert im Prinzip genauso, nur dass sie halt noch mobil sind. So. Da haben wir doch wieder, wenn wir das. Okay, Schiff versenkt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe von Veruna. Nein, wir haben keine Ruhe von Veruna, denn Veruna wird sich jetzt gleich ziemlich schnell ausrüsten. Kommt da durchstarten. Von daher wollen wir ganz schnell handeln. So. Hier haben wir erstmal alles sicher. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Okay, wenn es easy wird, dann ist. Wenn es alles easy wird, dann ist alles. Johnny kontrolliert hier alles. Paletti. Ja, das würde der Udo sagen. So. Und wir bauen erstmal ganz viele von den Sternwielern aus. Das sind diese Raddampfer, die. Ja, ein bisschen so. Mit dieser Kanone bewaffnet sind. Das Nützliche bei den Sternwielern ist, dass sie in die Luft schießen können. Machen allerdings nicht so viele Wumms wie die Ironclad. Ist auch kein richtiges Panzerschiff, der Sternwheeler. Wie gesagt, das ist ein Raddampfer. Ne? Mississippi Raddampfer. Was sollte das gerade? Ich weiß es nicht. So, hier sieht alles super aus. Ich glaube, wir haben keine heiligen Steine mehr auf der Insel. Darum müssen wir gleich ganz schnell expandieren und hier irgendwo, hier war einer und hier irgendwo, glaube ich, auch. Müssen wir mal gleich gucken. Soweit, so gut. So. Da waren wir ja gerade noch hier bei den Back to the Future Filmen, also, wer die nicht kennt, unbedingt angucken. Es gibt tatsächlich Leute, die kennen die gar nicht. Ne? Also Zurück in die Zukunft unbedingt angucken, weil Zurück in die Zukunft ein Muss ist. Also das ist mehr als Kult, ja. Was gibt's da eigentlich noch für coole Filme? Kennt ihr noch Wayne's World?
Ja, es ist ein bisschen albern, aber es ist, oh, das ist noch, tatsächlich noch ein heiliger Stein. Also Wayne's World ist noch zwar etwas albern, aber extrem cool auch gemacht. Also es gibt so viel geile Sprüche aus dem Film. Ne? Boah, ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das muss ich unbedingt mal machen. Also Martin, schreib dir auf. Unbedingt hier angucken, Wayne's World. Extrem geil, extrem geiler Film. Aber wie gesagt, ist ein bisschen albern, aber es ist cool. Ja, wenn man Wayne's World beschreiben möchte, müsste, dann wäre cool, dass ich zutreffend, ja. Was gab's denn noch? Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Christine auch noch? Ist es ein Horrorfilm? Psycho? Ja, noch eher Horrorfilm. Es ist von, wie ist er nochmal? John Carpenter, Regisseur John Carpenter. Basiert auf einem Buch von Stephen King. Kann man nur empfehlen übrigens, Stephen King. Falls ihr ihn nicht kennt. Das heißt, falls ihr ihn nicht kennt, ja, natürlich kennt ihr ihn. Hoffe ich doch mal. Also, Stephen King Bücher kann man nur empfehlen. Schön lesen, ja. Weil die Bücher sind um Meilen besser als die Filme. Obwohl die Filme schon verdammt gut sind. Obwohl, der Film Christine, ich kann den wirklich nur in der englischen Sprachausgabe empfehlen, weil die deutschen Synchronsprecher, mag man sich ja drüber streiten, ob die jetzt so toll sind. Naja. So, wir schicken ein paar Barnstormer gleich nochmal darüber. Und Sternwheeler. Sternwheeler wollen wir ganz viele haben. 50 dürfen fürs Erste reichen. Ja, ich sag extra fürs Erste, weil wir werden die nachher nochmal höchstwahrscheinlich noch ganz, ganz viele von brauchen. So, bauen wir einfach nochmal eine zweite Werft hin. In the Navy Yard. Naja. So, übrigens hier die Akademie. Können wir diese beiden neuen Einheiten auch noch ausbilden. Was heißt neue Einheiten? Die drei neuen Einheiten hier. Da haben wir den Shock Trooper, den Beast Rider und den Chief Engineer. Also für die, die das Let's Battle nicht geguckt haben. Die ersten beiden Let's Battle Folgen waren ja von Creon. Und yo. Also, Shock Trooper. Ist ein extrem cooler Fernkämpfer. Bauen wir mal 10 von denen aus. Und 5 Beast Rider. 10 Beast Rider. Weil wegen ist und der Chief Engineer. Chief Engineer ist quasi sowas wie der Hohenpriester, kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber man kann ihn so wirklich mit. Entschuldigung. Da kam gerade etwas hoch. Der Chief Engineer ist etwa so wie der. Ja, wie die Hohenpriester der anderen Völker. Er kann Mana Amplifier bauen. Mana Amplifier haben wir hier schon gesehen. Es sind große Mana Raffinerien, also quasi sowas wie die heiligen Magnetsteine. Hier hinten bomben die gerade übrigens alles zu, ne? Also wir versuchen gerade die Herrschaft über die Stadt einzunehmen. Und sobald wir die haben, dann wird's wirklich witzig, dann müssen wir erstmal versuchen, auf den Berg zu kommen. Und der Berg, der wird zum Kotzen, sage ich euch. Oh ja. Weil wir werden dauernd unter Beschuss stehen von blöden Katapulten, Ballisten, von bescheuerten Granatwerfern. Oh, das wird witzig. So. Und das erste Mal, dass ich diese Mission gespielt habe, bin ich nie weiter als hier gekommen. Denn ich konnte einfach nie an Land gehen, denn meine Landeinheiten wurden sofort kaputt gemacht. So, Barnstormer kann ein bisschen hier rumpatrouillieren. Ein bisschen hier die Gegend clean halten. Bisschen clean, ein bisschen fresh halten, ne? Und derweil schiffern mal die Schiffe dahin. Blöd an den Submersible ist übrigens hier, dass sie nicht so eine große, nicht so einen großen Sichtradius haben. Deswegen brauchen wir unbedingt noch die Barnstormer und andere Schiffe, die den Sichtradius deutlich vergrößern. So, und währenddessen hagelt's Arschgranaten. Naja, nicht Arschgranaten, aber Granaten. So, paar Ironclads auch noch, bitte. Damit wir schon die ersten Einheiten rüber schippern können. Und wir brauchen viele Mechaniker. So. Wie habe ich das da eigentlich, wie habe ich das vorhin gemacht? Ach ja, genau.
Ich hatte ziemlich viele von den Prismatic Mirrors am Ende da stehen gehabt und letztendlich haben die nur die ganze Arbeit gemacht, ja. Ich hatte kaum Einheiten gehabt, also das heißt kaum, ich hatte so viele Einheiten, dass ich keine mehr bauen konnte, aber ich habe die einfach nicht genutzt. Ich hatte eine Truppe Beast Rider gehabt, mit dem ja, bin ich dann letztendlich auf den Berg gekommen. Ja, ich habe mit denen wieder Kamikaze gemacht, bisschen Kamikaze gespielt, ja, und dann, ja, dann konnte ich die ersten Prismatic Mirrors auf dem Berg bauen und so konnten wir so ganz leicht eigentlich den Berg einnehmen. Aber mal gucken, ob wir das jetzt auch nochmal schaffen. So, jetzt wisst ihr, was ich vorhab, so in etwa. Jetzt habe ich gespoilert. Naja. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. So, und wir laden mal die Schiffe, also wir beladen mal die Schiffe mit den Einheiten hier. Ja, warte mal gerade. Das kannst du nicht... Okay. Die Beast Rider nehmen sehr viel Platz weg übrigens. Stoke the fire. Full steam ahead. So, next please. So, haben wir noch mehr Platz? Tatsächlich. Okay. So, schippern wir mal auch mal dahin. Und ja, komm mal her. Destroy the threat. Und ihr auch, bitte. So, die ganzen Mechaniker. Wie gesagt, die wollen erstmal die ganzen Mechaniker haben. Den lassen wir erstmal hier, damit wir einen zur Sicherheit nochmal hier haben. Oder du fliegst erstmal hier hin, unterstützt deinen Kumpel da. You all look like ants. Stoke the fire. So, und du belädst mal die ganzen Mechaniker. Naja. So viel dazu. Naja, egal. So, next please. Und du auch. Dich vergessen wir nicht. Wir lassen hier keinen zurück. So. Da haben wir noch ein paar Barnstormer. Hier haben wir noch einen. So, super. Und das Schöne ist erstmal wirklich, wir haben erstmal Ruhe vor den verunarischen Schiffen. Und die gingen mir so auf den Kotz das letzte Mal. Ja, natürlich meine Kraftausdrücke hier, meine bösen Worte hier, die das auf den Kotz gehen. Naja, auf jeden Fall haben die wirklich genervt zum Schluss, die ganzen verunarischen Schiffe. Und es war wirklich ein Segen, dass die verunarischen Schiffe am Ende doch alle weg waren. Also die ganzen Seefestungen und alles. So. Und wir schippern erstmal da alle hin. Was? Naja, egal. Wir schippern erstmal alle hier hin. Moment, grad. Moment. Halt, stopp. Bleibt erstmal alle hier stehen. Die Ironclads will ich noch nicht losschicken. Die will ich erst ein bisschen nachschicken, so dass ich halt weiß, wer das ist. Du bleibst auch hier. Das waren... Moment mal. Ah ja, da ist er noch. Jetzt greifen hier die Barnstormer an. Okay. Das Blöde ist jetzt, wenn die durch diese kaputten Gebäude auch noch irgendwie geschützt. Aber naja, okay. So. Hatten wir erstmal die ganzen beladenen Einheiten. So. Da kannst du mal zur Seite gehen. Du kannst auch mal einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Du fährst dann mit dem Stern wieder jetzt ein bisschen rum. Und zwar suchst du nach Magnetsteinen. Einer war ja hier und ich meine, ein anderer war noch hier. Ja, tatsächlich, hier war auch noch einer. Super. Das ist doch schon mal sehr, sehr nice. Very nice. So. Du lädst mal den hier auf und du fährst mal ganz, ganz cool hier hin, weil du es kannst. So. Da habe ich auch noch ja vorhin über Christine gesprochen, also den Film Christine. Ziemlich cool. Die Geschichte ist ziemlich cool, aber ich kann euch nur das Buch empfehlen. Also, ist ein absolut geiles Buch, ja. Von Stephen King, Christine. Unbedingt mal lesen. Falls ihr Autos mögt, dann ist das genau das Richtige für euch. Ja, falls ihr Horror überhaupt mögt, weil Stephen King ist ja bekannt für Horrorgeschichten. Moment, was ist das?
Sind das wieder. Ja, das sind bestimmt wieder Mehrkämpfer. Das sind Mehrkämpfer, ne? Nee, das waren Luftschiffe. Oder das waren Papageien. Andere Flugeinheiten hat ja Veruna nicht. Ich glaube, es waren. Ich weiß es nicht. Die waren jetzt relativ schnell gewesen, oder? Ich habe es nicht großartig drauf geachtet. Von daher kann es ein kompletter Murk sein, was ich hier gerade erzählen will. Mischung aus erzählen und verzapfen. Ich wollte gerade. Kennt ihr das? Wenn man so zwei Gedanken hat, dann aus diesen zwei Gedanken ein Wort bildet. Boah, das passiert mir letzte Zeit irgendwie ziemlich oft. Ja, verzapfen. Verzapfen, verzählen, erzählen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Gut, gut. Warum habe ich den jetzt wieder weggefahren? Der kann doch gleich wieder hier zur anderen Seite hin schippern. So, und jetzt schippern wir mal hier oben hin. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt einen großartigen Landgang machen können, aber man kann ja mal probieren. So.